Ist das gefährlich? Ich denke mal nicht, oder? Oh, scheiße. Nein! Hey Leute, mein Name ist Theo und heute spielen wir Happy Wheels. Geiler Scheiß, oder? Happy Wheels ist ein ziemlich lustiges Spiel für dich persönlich und ihr könnt mir auch Levels zuschicken. Das wissen die meisten von euch ja schon. Browse Levels und mir wurden unglaublich viele Levels zugeschickt. Es ist unglaublich. Locker 27 Stück und deswegen zocken wir jetzt immer 3 Levels pro Folge. Und wir beginnen mit dem Level Zahnrad von Jonas. Jonas hat mir schon sehr viele Levels zugeschickt hier. Heute spielen wir sogar noch das Quiz 2. Mal schauen, was alles rauskommt noch. Also los geht's. Hey Zi und andere, ich freue mich, dass du mein Level spielst. In diesem Level musst du eine Überraschung von zum Sieg schaffen. Okay, eine Überraschung, interessant. Ich habe es versucht, das Level auch optisch besser als sonst zu gestalten. Aha. Viel Spaß und bewerten nicht vergessen. Liebe Grüße, Jonas. Die Bewertung ist sehr gut, wurde auch schon unglaublich oft gezockt, ist vor kurzem erstellt worden. Wir legen los. Okay, wir haben hier verschiedene Zahnräder und ich fahre jetzt einfach mal drauf los und darf halt nicht erwischt werden von diesen Äxten, ne? Und zack. Und, dreht sich ein bisschen, gefährlich, dreht sich ein bisschen schneller. Okay, jetzt dreht sich in meine Richtung. Gefährlich. Und jetzt muss ich schön rein. Alter, achso, das verarscht einen, das dreht sich gar nicht, das ist schon mal gut zu wissen, falls wir wieder rankommen. Egal. Das war nicht so schön. Wir probieren es einfach nochmal. Ärger, genau. Und ich würde mal sagen, ich lasse mir jetzt nicht ganz so viel Zeit, sondern fahre ein bisschen schneller durch. Ich glaube dann, man kann da ein bisschen, da braucht man ein bisschen Glück, glaube ich, einfach nur. Okay, jetzt probieren wir es mal, wie ich es hinkriege. Alter, genau. Und das hier habe ich geschafft. Das ist so eine Verarsche. Aber voll geil, wie macht man das, dass manche Teile, kann man ganz einfach so einstellen oder was? Oh, das ist sehr gefährlich. Alter, wie soll ich das schaffen? Das ist saugefährlich. Ich probiere es nochmal. Wenn ich zu schlecht bin, lasse ich es gut sein. Es ist immer so, ihr müsst bedenken, ich bin schon ein ziemlicher Happy Wheels Noob. Okay, go, 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 go. Oh Gott. Nein. Jetzt. Und vorwärts. Alter, was. Nein, ich hätte nicht anhalten sollen. So, noch ein Versuch. Oh, ich bin so schlecht. Nein. Oh. Ach, zum Teufel nochmal. Oh, nein. Okay. Geschafft. Geschafft. Ebenfalls geschafft. Und auch geschafft. Hier muss ich durchfahren. Perfekt. Okay, Leute. Jetzt kommt es drauf an. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann gebe ich auf. Und go. Wow, 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 wow. Gefährlich. Aber noch bin ich gut dabei. Ich bin sehr gut im Rennen. Ich hab's geschafft. Wow. Alter Schwede. Okay, durchfahren. Ja. Okay, hier ist noch ein bisschen schneller das Ganze. Wow. Wow. Die Zacken können mich aber gar nicht so berühren, so leicht, gell? Okay. Ist das gefährlich? Ich denke mal nicht, oder? Oh, scheiße. Nein! Ach. Nein. Da rollt mein Herz dahin. Okay, Leute, ich würde sagen, das Level ist wirklich geil, aber ich bin so blöd dafür. Spielen wir lieber das Quiz. Quiz. Hey, Zi und andere, das ist der zweite Teil von meinem Quiz. Dieses Mal habe ich hier 5 Fragen eher Fun-Fragen verwendet. Naja, viel Spaß beim Bewerten. Nicht vergessen, dass es mir hilft, mich zu erkennen, welche Art von Levels ihr mögt. Liebe Grüße, Jonas. Nicht Jonas. Ich sag mal Jonas. Nicht Jonas in Klammern, wie süß. Doch, du bist für mich Jonas. Und play now. Wir legen los. Gas geben. Oh, okay. Ja, das ist okay. Gibt es in England den 17. Juni? Naja. Natürlich, oder nicht? Das war schon mal nicht schlecht. Ah ja, das ist geil mit diesen Absacken da. Welche Worte stehen in Rand eines 2-D-Mark-Stückes? Einigkeit und Recht von Freiheit, deutsche Mark. Am Rand, da stand Einigkeit und Recht und Freiheit, stand bei der deutschen Mark drauf. Das weiß ich, denn ich bin ja schon uralt. Eigentlich kann Recht und Freiheit schon da drauf. Ganz klein, das wissen die wenigsten. Am Rand scheint es drauf, tatsächlich. Du hast ein Haus, bei dem alle Außenwände nach Süden zeigen. Wo wohnst du? Naja. Alle Außenwände nach Süden zeigen. Dann wohnt man ja eigentlich eher sogar am Nordpol, oder nicht? Aber eigentlich kann man auch sagen Südpol, weil man ist halt auf dem Südpol. Und dann passt es ja. Aber okay, Nordpol war richtig. Eigentlich war das andere auch nicht unbedingt falsch. Wer ist
die Schwiegermutter deiner Frau. Die Schwiegermutter. Wer ist die Schwiegermutter? Die Schwiegermutter deiner Frau. Das ist meine Mutter. Richtig. Das ist meine Mom. Meine Mom. Hey, komm, spring. Jetzt. Das ist meine Mom. Ah, gut. Ich bin nicht ganz bescheuert. Auf der Grenze von Deutschland nach Frankreich steht ein Bulle. Wer melkt den Bullen? Niemand? Es könnten beide sein. Bulle? Ein Bullen kann doch nicht melken. Deswegen vielleicht niemand? Ein Bullen kann man nicht melken, nicht wahr? Heute bin ich klar verstanden, Leute. Hat dir das Level gefallen? Ja, hat mir, denn ich habe wirklich alles richtig geschafft. Richtig, ich habe alles richtig gemacht. Hoppala. Auf geht's. Schien Klatscher von mir her. Soll ich noch mehr machen? Natürlich, Mann. Mach nur. Oh, scheiße. Mach nur. Oh, nein. Okay, Moment. Jetzt ab. Hui. Und dann schauen wir weiter. Ziel. So leicht kann's sein. Dann von Master auf Baumstamm. Ich habe Scheiße gebaut. Gute Sache. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Das kann immer lustig werden. Okay, wir spielen es einfach gleich mal. Wow. Okay. Das war natürlich erstaunlich. Ach so, wow. Moment, aber das schaffe ich ganz schnell, Leute. Verdammt. Verdammt. Das war echt sau schwer. Aber wirklich totaler Krampf eigentlich nur. Verdammt. Haha. Okay, Leute, das war ein sehr, sehr erfrischendes Level noch am Ende. Und dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Wir sehen uns dann in der nächsten. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao.